Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 3 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall zu diesen Katakomben zurückgefunden. Ich muss mal überlegen, was haben wir denn noch gemacht? Weil hier wollten wir noch nicht hin, es ging noch tiefer. Hier, das Leuchtfeuer haben wir schon mal gefunden. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade so, der Plan ist im Moment so ein bisschen die optionalen Sachen abzuschließen, bevor wir das Game richtig beenden, weil wir sind schon ziemlich nah am Ende. Genau, hier war der Feuerdude, für den wir zu stark waren. was haben wir denn davor nochmal gemacht? Oh Gott, die scheiß Skelette. Die rede ich jetzt mal gekonnt. Hier war der. Da oben ging es aber nochmal weiter, deshalb wollen wir da auch nochmal schauen. Und wir haben... Genau, ich war bei diesem Dark-Gebiet. Ich habe dieses... Diesen... In der vorletzten Folge habe ich ihn, glaube ich, getötet. Diesen Meister... Typ, der diesen Kick hatte. An den Kick erinnere ich mich noch. Vorsicht vor Lügner. Ah, okay, ja, das sehen wir schon in der Kette. Folgen die uns? Ich höre Schritte. Ah, die haben keinen Bock. Wie es immer so langsam aufgeht und wieder zu, das ist voll witzig. Ach, geht sie gerade gar nicht auf? Öffnen. Nee. Danach haben wir, so ein bisschen, dass der erforscht, genau. Und jetzt sind wir auf jeden Fall hier und machen die optionalen Sachen. Gib ihn. Okay. So, beim Greifen muss man immer abrollen, das weiß ich noch. Okay, wenn ich hier bin, dann vielleicht nicht. Oh, da habe ich gerade schon ein bisschen Angst gehabt. Okay, das hat getroffen. Oh Gott. Shit. Oh, er ist mit runtergekommen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die Skelette noch sind. Oh Gott. Der Kick. Ah. Oh, da ist auch schon tot. Sehr gut. Komm, was gibst du mir? Oh, das liegt da. Kriegt man das nicht nur als Instant? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich habe ihn gebackstippt. Sehr gut. So, aber vorher wieder aufsteht der Kollege. Schwarzklinge. Noch so ein Katana. Das ist ja das dritte Katana, was ich mittlerweile gefunden habe. Oh Gott, ich habe so viele Waffen, ne? Mohigana, Schwarzklinge. DD. Oh, das geht mit beiden gleich. Kurzes Katana. Okay. Anscheinend so ein Standard-Katana. Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Ich habe immer noch dieselbe Waffe, war die. Ist zwar immer noch geil, aber. Eigentlich sollte man vielleicht mal die Waffe wechseln, wa? Ich hatte doch Sachen, die man, wofür man übel viel Stärke braucht, da zum Beispiel. Joms, Hochmachete, 38. Die Skelett war auch nicht so geil, wa? Dafür habe ich nicht genug Wissen. Oh, hast du auch Schwert, cool. Wo auch immer ich das her habe. Dexterity, 36, 32. Wow, echt ganz schön viel. Für die nächsten Sachen. Ach, vielleicht lohnt sich das mal wieder, weil man die normal aufwerten kann. Dann kann ich die höher aufwerten. Mit diesen ganz normalen Charts. Von denen haben wir 1 Million. Mit diesen Charts-Dingern da. So, haben wir das da oben auch abgeklärt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Ich bin gespannt. Das ist hier ein komplett optionales Gebiet auf jeden Fall. Es könnte ja vielleicht sein, dass hier noch Schandstadt kommt. Einfach mal so. Wir hatten ja schon sehr viel, ich glaube, ich raste hier mal. Aber weg mit dir. Wir hatten ja schon sehr viel Fanservice. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr davon zu sehen. Vielleicht kriegen wir noch mal Fanservice von Dark Souls 2 zu sehen. Davon habe ich, glaube ich, noch nichts gesehen, irgendwie so. Feuer. Das gefällt mir. Schwelen der See. What? Das sieht aus wie ganz unten von Schandstadt. Was sind das für Geräusche? Alter, sieht das cool aus. Was? Was soll das denn? Oberhalb?
Den habe ich schon viel gesehen. Ist es so eine Krabbe? Oh wow, dann ist eine Krabbe. Ich glaube, hier schießt einer von da links. Oder von hier rechts. Oh Gott, hier gibt es wieder Krabben. Das erinnert mich ein bisschen an den Sumpf, den wir hier schon mal hatten. Da hinten geht es auf jeden Fall direkt weiter. Aber wir sind hier natürlich für die Items. Vielleicht kann ich die Krabben sogar fighten mittlerweile. Oh, what the fuck? What the fuck? Und wo? Da. Das ist so eine riesige Armbrust. Holy shit. Das ist ja bescheuert. Das ist ja wie die MG in Bloodborne. Wenn ihr euch erinnert, da gab es ja einen Typ mit der MG. Oh mein Gott. War da gerade ein riesiger Wurm? Ich werde auf jeden Fall nicht vergiftet, das ist schon mal gut. Alter, zieht euch den Wurm rein. Der ist ja minimal awesome. Ich glaube, diese... Der Plan ist wahrscheinlich, den Wurm damit diesen Dingern zu killen, wa? Mit den Pfeilen. Mit den Bolzen von der Armbrust. Oh, lol! Firing my laser, würde ich sagen. Ich kann bestimmt einfach die Armbrust da nehmen und dann kann ich die steuern. Wie awesome. Gehe ich schon eigentlich mal von aus, oder? So, immer in Bewegung bleiben, das ist der Plan. Hier ist echt nichts? Wäre ich nicht belohnt dafür, dass ich hier gesucht habe? Sadness. Das ist ein crazy Gebiet. Ist hier, wenn man so die Folge anschaltet, dann erwartet man ja schon so ein bisschen, was so auf einen zukommt, ne? So. Vielleicht ist das hier Schandstadt oder so. Aber das ist einfach ein fucking riesiger Wurm ist. Und überall Krabben. Die dann sicher schon scheiße sind, da hinten sind Items. Ich glaube, ich sollte erst das Geschütz einnehmen. Dann kann ich die Krabben auch wegballern. Das muss so mal viel Spaß machen. Ich hoffe, dass man das machen kann. Krabben sind natürlich ein kleines Problemchen, ne? Was ist denn das Ding? Oh lol. What the fuck? Wo bin ich denn hingefallen? Was? Wo bin ich? Ich höre was. Ist es eine Krabbe? Denn steht jemand. Wo sind wir? Scheiße. Oh Gott, jetzt bin ich komplett lost. Oh Gott, das ist die Krabbe von oben, ne? Nicht, dass sie gleich runterstürzt einfach. Ist ein Item. Oh, hier bist du. Ich habe Angst, dass die Krabbe hier gleich runterstürzt. Chaotischer Edelstein, der ist bestimmt super toll. Soll mal der kann. Oh Gott. Warum kann man hier runterfallen? da sind Gegner, das sehe ich schon. Oh, Hallöchen. Du siehst crazy aus. Ein Pyromant bist du also. Lass mich dich backstabben. Ich glaube, ich bin aber zu krass für das Gebiet hier schon. What? Das Ding fliegt jetzt davon alleine? Oben. Das Ding. Scheiße. Okay, das ist kaputt. Klein Titanic-Chabbe. Wir sind eigentlich schon zu krass für das Gebiet wahrscheinlich. Löchchen. Hier ist ein Rufsymbol. Leuchtfeuer, was zum Teufel? Lol. Ja, das war random. Jetzt habe ich ein Leuchtfeuer gefunden, dadurch, dass ich irgendwo random runtergefallen bin. Ich will... Hier ist wahrscheinlich der Boss. Fragezeichen.
Hier ist bestimmt ein Boss in. Natürlich ist hier ein Boss in dem Gebiet. Jetzt tiefer. Ich will erstmal den Weg hier hinfinden, wie ich hier hingekommen bin. Aber ich freue mich. Heute ist mal wieder. Ich mache heute mal wieder eine richtig lange Aufnahmesession, ist jetzt mein Plan. Schön 4 Folgen mindestens aufnehmen. Hallöchen. Verbeugst du dich vor den Dingen da? Oh, ihr schon wieder. So, gib ihn. Die Viecher waren nervig. Alter, nur kleine Dynamit-Scherben, das ist ja der Wahnsinn. Und tot. Foliant von Isalith. Ha, du scheinst ein Gott zu sein oder sowas. Wie auch immer. Ist das ein Schlüssel gewesen? Oh ja, ist es. Chaos-Pyromantie von Isalith lernen. Achso, das sind solche Schlüssel. Davon habe ich auch schon ein paar gefunden, aber Zauberei interessiert mich ja gar nicht. Ich bin ja coole Schwertkämpfer, wir brauchen nicht so ein Cheater-Zeug wie Zauberei. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, Fragezeichen. Geht das überhaupt zurück? Warte, nee, oder? Da war ja Sackgasse. Das heißt, es geht nur tiefer rein. Scheiße. Oh, ich will mit dem Geschütz schießen. Das gab es in Dark Souls 2, so ein bisschen mit dem Geschütz zu schießen. Das war auch richtig cool. In manchen Passagen war es so komplett OP, aber es war witzig, dass man es machen konnte. Es gab ja den Boss, Pressure, der Verfolger, da konnte man das machen. Auch wenn das komplett dumm war bei denen. So wurde der Boss ein bisschen langweilig, wenn man das so versucht hat. Hallöchen. Ist hier noch einer? Ja, ich hab nur alleine gewartet, all diese. Da hinten war da noch einer. 72. Also wenn ich irgendeine Waffe benutze, die das braucht, dann kann ich davon 30.000 bekommen. Oh mein Gott! Seht ihr das? Upsala. Das habe ich eh nicht sprühen lassen. Seht ihr das? Das ist ein toter Ziegendämon aus Dark Souls 1. Oh, wie cool, ein Ziegendämon. Das passt hier hin. So ein bisschen feuermäßig ist das hier unterwegs. Sieht auf jeden Fall ein bisschen feuermäßig aus. Ein toter Ziegendämon. Aber wenn das kein Fanservice ist, ey. Wow. Scheiß Viecher. Hier geht's auch hoch. Eigentlich will ich hier hoch. Schön schnarchen. Das ist noch ein Ziegendämon. Oh Gott, Hunde. Er ist auf allen Vieren. Ach so, das sind diese kleinen. Ja, die kennen wir noch. Die sind ärgerlich. What? What? Oh lol, die Viecher aus Dax. Das sind Viecher aus Dax 1. Und die ganzen Leichen da. Das sind alles Dämonen aus Dax 1. Da ist der Ziegendämon. Und dieser große sind diese. Dieser Brückenboss. Das ist ja cool, aber warum sind die alle tot? Die wurden entsorgt und durch neue Gegner ersetzt, ne? Aber die hier sind noch geblieben, die Statuen. Ich glaube, die Statuen gab es auch in Dark Souls 2, oder? Ich weiß nicht, auf Dark Souls 1 gibt es sie auf jeden Fall safe. Ich glaube, die gab es auch in Dark Souls 2. Das hier, das ist schon ein Fanservice hier. Ich hoffe nicht, dass hier so ein Boss kommt, wie bei diesem Gebiet. Das sah offensichtlich aus. Weil in Dark Souls 1, der Boss bei diesem Feuer da, oder der Fürst war das ja sogar ein richtiger. Oder habe ich ihn halt übersehen? Weil dieses, diese Jumping Quest da quasi. Wo man einfach nur versuchen musste, nicht runterzufallen bei diesem Scheißding da. Path of Chaos oder so heißt hier. Oh, furchtbarer Boss. Muss eigentlich nichts machen, nur überleben. What the fuck? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, oh lol. Okay, ich habe gerade gedacht, ich habe es verstanden, aber anscheinend. Warum hat er sich gerade bewegt?
Okay, ich hab's doch verstanden. Das hat mich nur interessiert, dass er sich noch bewegt hat. Wahrscheinlich irgendwie ein Luftzug oder so. Ja, auf jeden Fall coole Viecher hier. Ich bin gespannt, was hier weiter unten noch ist. Auch wenn ich mega verwirrt bin, dass davor einfach mal diese Armbrust und alles war. Oh, ist hier eine? Ein schwarzer Ritter? What the fuck machst du hier unten? Wurdest du auch entsorgt? Einfach alles aus Dark Souls 1 wird entsorgt. Oh, wow. Ha, der Schlagabtausch. Hätte man eleganter lösen können. Der hat hier gerade so ein Vieh gekillt. Ich frage mich, ob ich hier wirklich noch Ziegendämonen finde und so. Schwert des schwarzen Ritters. Oh lol. Nice. Ich glaube, so ein ähnliches habe ich in Dark Souls 2 benutzt. So ein Feuerding. Das hatte genau so ein selbes Moveset wie das hier. Mit dieser Ultra-Range. Schauen wir mal, was wir genau hier haben. Wo ist denn das? Oh. Eins nach dem anderen. Was? Ich muss bescheuert sein. Da. Wow. DD 2018. Wollen wir das mal. Kann ich das normal aufrüsten? Das ist das, glaube ich, besser sogar. Wie viel braucht denn meins? 2418. Oh, okay. Okay. CD. Ist nicht so gut eigentlich. Sieht ja wenigstens cool aus. Joa, geht. Und das sieht cool aus. Das Schwert, was wir gerade haben. Aber unsere Waffe ist auch eine Bosswaffe, also dass die krass ist ja eigentlich, muss ja eigentlich so sein. Ja gut. Gehen wir mal weiter. Oder zurück, ja. Zurück. Hier war nur dieses Schwert und dieser eine Ritter. Warum auch immer. Oh Gott, hier schweben so voll viele von diesen Dingern schon. Oh, Hallöchen. Diese Statue von den Dämonen. Oh lol, die sieht aus, als würde die echt sein. Die sieht relativ lebendig aus, der Typ da, aber. Ich glaube, der wacht gleich zum Leben. Scheiße. Aber ehrlich gesagt nicht so nah rangehen, ne? Okay. Ich müsste auf Nummer sicher gehen, ne? Ich mach den echt gar nicht so viel Schaden mit Backstep. Dafür, dass ich eigentlich ahead sein sollte auf das Gebiet hier. Ey. Große Geniescherbe. Ich wusste es. Was für ein seltsamer Raum. Oh wow. Hier sind einfach 1000 Leute. Ach komm. Warum habe ich den nicht getroffen? Ich muss aufpassen wegen der Blutung, ey. Ach, das vergiftet mich. Ich das wäre Blutung. Ach komm. Aller Rückzug. Oh oh. Ausgetrickst? Ach Gott, zu dritt sind die ja übel nervig. Irgendwie funktioniert meine Range-Taktik gerade nicht. Vielleicht kann ich droppen. Das hat funktioniert. Warum habe ich nicht. Ich habe dich nochmal angegriffen. Kannst du mal aufhören, so auszurasten? Oh Gott.
Nein, der Nebel. Wer macht den Nebel? Alter, wer macht den Nebel? Komplette Panik bei mir, ey. Alter, wer macht denn den Nebel die ganze Zeit? What the fuck? Ich bin jetzt aufhängend. Wow. Ja, hör ich ein Schnarchen? Ah, der ist schon wieder. Komm. Alter, der Damage, was? Oh Gott. Warum ist das plötzlich so heftig hier? Oh Gott, die Folge ist schon vorbei. Ja, lass mich kurz noch überleben, Leute. Ja. Mit den Viechern ist echt nicht zu spaßen, ey. Jetzt lass mich dich angreifen. Ja, zweimal kann ich den nicht angreifen, wenn er auf dem Boden ist. Mit Glut. Wenn ich die Folge beende, sterbe ich wahrscheinlich an. Scheiße. Kann ich hier saven? Kann ich? Ja, kann ich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.